Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben den 1. Mai, es ist wunderschön sonnig. Ich habe der KI nochmal eine Chance gegeben und es wächst und gedeiht. Ich würde sagen, da wir den 1. Mai haben, machen wir jetzt mal eine schöne kleine Feldertour. Das, was hier grün sind, sind alles Fahrzeuge. Und ja, ich habe offline, wie gesagt, Feld 31 fertig gemacht. Sobald da die nächste Wachstumsstufe ist, können wir da auch düngen. Das wird aber heute nichts. Wo habe ich meinen Quad gelassen? Da ist mein Quad. Bin jetzt schön mit dem Quad mal durch die Gegend fahren. Pass mal auf. Und ich denke mal, wir werden an der einen oder anderen Produktion vielleicht vorbeikommen. Also das Weingut habt ihr gesehen. Zuckerfabrik habe ich auch gebaut. Ich habe noch eine Molkerei gebaut und ich habe die Ölmühle irgendwo hingepflanzt. Fragt mich jetzt aktuell bitte nicht, wo. Irgendwo ist sie. So. Wir fahren hier einfach mal durch die Gegend. Guck mal, hier der Mais wächst auch. Ach, und guck mal, und jetzt haben wir hier auch Unkraut drauf. Tatsächlich. Da wächst irgendwas Unkrauttechnisches. Mit anderen Worten, das müssten wir dann noch wegspritzen. Und da sollten wir auch nicht unbedingt auf den 1. Mai achten, aber das werde ich, ein Feld werde ich vielleicht mit euch zusammen machen, das andere wieder mal offline, damit ihr was zu sehen bekommt, ne? Wir gucken uns auf jeden Fall alle Felder einmal an. Was war gerade? Oh, hier steht noch ein Traktor von uns. Na Mensch, du. Überall verteilt die Brocken, ne? Oh, hier wächst es ja auch schon. Guckt euch das an. Das sind alles Sonnenblumen. Genau. Da bin ich gespannt, wie Feld 31 aussieht. 31 oder 30? Welches war es? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. So, auf jeden Fall Unkrautvernichter überall drauf. Ja, mit der KI ist es doch schon etwas belebter, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. So, hier haben wir geguckt. Das war unsere Zuckerproduktion. Vielleicht finden wir die anderen Produktionen auch noch. Wir gucken uns einfach die Karte mal an. Erdbeeren müssen wieder weggeräumt werden. Mein Gott, die produzieren auch wie blöde, du. Also das, was wir hier haben, das schreit nach verdammt viel Arbeit auf jeden Fall. Upsa. Da lag doch ein Stein im Weg. So, ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, wir fahren mal einfach hier rum. Eventuell können wir auch mal zur Burg hoch. Das wollte ich mir ja auch immer noch mal angucken. Und wie gesagt, ich bin gestern einfach über die Karte geflogen, habe geschaut, wo ist irgendwas frei, wo kann man was bauen. Und auf der Minikarte, da seht ihr Feld 43. Feld 43, das müsste aber nur ein Bienenstock sein. Mehr wird es nicht sein. Daneben ist ja die Zuckerfabrik. So, dann gucken wir mal, wo wir überall was hingebaut haben. Vor allem ist interessant, wo hier überall so Häuser stehen. Das ist schon mal. Ah ja, guck mal an. So einfach ist es. Hier habe ich die Molkerei hingesetzt. Hier schön mit Zaun drumherum einigermaßen versucht, gerade zu kriegen das Ganze. Gehört natürlich uns, weil wir sie selbst gebaut haben. Das bleibt im Multiplayer nicht aus. Man also platzierbare Objekte hat, die man so auf der Karte, auf die Karte setzt. Da ist das dann eben so, ne? Gut, okay. Fahren wir weiter. Fahren wir weiter auf der Straße, bitte, Herr Bauernfeind. So.
Haben wir hier irgendwas gemacht? Nee, aber wir können trotzdem mal hier reinfahren, oder? Hier ist eine Produktion, die haben wir aber nicht gebaut. Können wir hier runterfahren? Wie gesagt, fragt mich nicht, wo ich die alle im Einzelnen gelassen habe. Ich weiß es nicht, aber es ist schon interessant, was ich bei diesem Streifzug so alles entdeckt habe. Ja, mit diesem Lot-Faktor, das finde ich ziemlich scheiße. Ich glaube, das Ding habe ich auch hingepflanzt, oder? Was ist denn das? Mal gucken. Obwohl, die ist zu groß. Nee, das war ich nicht. Die habe ich nicht gesetzt. So, da oben wollte ich mal hoch eben. Und dann können wir vielleicht ein bisschen Unkraut spritzen, oder? Solange keiner kommt, kann ich erfahren, wie ich will. Aber guck mal, selbst die wissen ja, ne? 1. Mai ist ein Feiertag, da fahren wir nicht so viel raus, da machen wir zu Fuß erst eine Mai-Tour, saufen uns ein und keine Ahnung. Ah ja, guck mal, und wir fahren mit unserem Quad hier einfach mal hoch. Gucken, wo wir landen. Ich glaube, ich bin ja auch schon mal mit dem Auto hoch, aber ein Quad geht immer. Äußerst wendig, aber. Ja, ihr hört das Lenkrad immer, ne? Aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Das liegt daran, würde ich langsam lenken, würdet ihr das gar nicht mitbekommen. Aber dadurch, dass ich das immer wie so ein echtes Steuerrad dann durch die Hand gleiten lasse, hört ihr natürlich den Riementrieb da drin. Alter, aber ganz schön enge Straßen hier von den Kurven her, oder? Ist ja grauenhaft. Ach, guck mal, da sind wir schon. Und hier muss ich unser Quad jetzt abschalten. Gut, aber hier gibt es auch keine. Moment, was war das? Aha. Sah aus, als wenn man dort eine Figur platziert hätte. Ja, cool. Könnten wir doch von hier aus fast in diesen Ballon einsteigen, oder? Ja, ein recht modernes Geländer. Das sieht neu aus. Das hat man wohl. Sieht insgesamt sehr neu und sauber aus hier. Ui, was will er denn? Ich dachte, wir sind jetzt alleine hier oben. War ja wohl nix. So, hier haben wir jetzt mal den perfekten Ausblick. Ich weiß auch gerade nicht, warum das so ruckelt. Was mein Computer eventuell im Hintergrund treibt. Das ist gerade ein bisschen böse hier, oder? Ich habe gerade eine sehr, sehr schlechte Synchro. Daran liegt es. Guck mal, 60 Millisekunden. Eieieiei. Das ist aber nur hier oben. Was auch immer die hier gemacht haben. Ui. Vielleicht kommen von hier die Produktionen sehen, die ich gebaut habe. Ich glaube, hier oben ist zu viel los für uns. Alter Schwede. Das ist im Prinzip jetzt so der Ping, die Synchro. Ah, und die ist natürlich mit 45 ist das schon so, dass es definitiv anfängt zu ruckeln. Und. Ach, guck mal. Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Aber seit wann sind hier so viele Leute? Hallo? Kommen wir nicht rein? Können wir durchgehen? Lass mich vor. Den Wehrgang durchlaufen. Ist schon extrem hier oben mit der Synchronisierung. Ihr seht das jetzt auch, dass es so ein bisschen ruckelig ist, das Ganze. Bisschen zeitraffermäßig.
Wir sollten dann mal lieber wieder runterfahren, oder? Dann dürfte es auch mit den M, weil die waren ja unten wesentlich besser als hier oben. Aber das ist gerade eine mittlere Katastrophe hier. Lass mal wieder gehen. Und ihr macht keine Dummheiten da hinten, verstanden? Die habe ich, die kenne ich. Ich kenne eine, die genauso aussieht. Weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Schon wieder. Eine Zwillingsschwester. So, genau. Hier kann man leider nicht reingehen. Gut, haben wir uns das Ding auch angeguckt. Ich glaube, ich war noch nicht hier oben. Kann man da rein? Das wäre doch jetzt was. Wenn das so ein Easter Egg wäre, hier oben in die Kirche könnte man rein und da würden Leute sitzen und singen. Ich meine, man hört sie ja von außen. Die sitzen also da drin und singen. Allerdings, wenn das abgeschlossen ist, ist ja Freiheitsberaubung, oder? Guck mal, kaum sitzen wir auf unserem Quad, sind die MS wieder besser. Also das Ding da oben ist eine reine Katastrophe. So. Dann würde ich Folgendes mal vorschlagen. Als erstes. Mal gucken, wie das mit Unkraut aussieht, dass wir vielleicht die Felder spritzen. Dann jetzt erstmal wieder nach Hause. Ah, schön hier Mai. Noch kein Sommer. Der Sommer kommt erst noch. Hier geht es wieder. Also es hängt irgendwie mit dem Bauwerk zusammen da oben. Ich höre immer diese komische französische Polizei. Ich sehe sie nur nicht. So, fahren wir hier runter. Naja, die Produktion werden wir schon so nach und nach kennenlernen. Nämlich dann, wenn wir anfangen zu produzieren, Sachen wegbringen müssen, wiederholen müssen und so weiter. Das wird dann schon klappen. Vorfahrtgewehren kennst du nicht, ne? Hast du noch nie gehört, mein Freund, ne? Genau. Das war jetzt die Strafe dafür. Ich nehme noch eben eine Zeitung mit. Und alles ohne Helm. So, dann gucken wir gleich mal auf die Karte, ob die uns offenbart, welche Felder gespritzt werden müssen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. So, gucken wir uns das an. Wurde gemulcht. Es wird nicht mal angezeigt. So, Filter. Bodenbeschaffenheit. Wachstum. Wo ist denn das Unkraut? Da. Braun. 13 gehört uns nicht. Obwohl hier, ganz ehrlich, nirgendwo. Unkraut angezeigt wird. Das ist grün.
Das hier sieht sehr interessant aus. Warum sieht denn das so komisch aus auf der 35? Ha? Guck mal, alle anderen so gleichmäßig. Da sind ja Spuren drin ohne Ende. Wer ist denn da durchgegurkt? Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal mit dem und mit der Unkrautspritze. Wo habe ich die überhaupt? Habe ich überhaupt eine Unkrautspritze oder was habe ich? Doch, habe ich. Müsste dann hier stehen. Donnerwetter, was ist denn mit der Synchro los? Ist ja schlimm. Ja, jetzt auch. Das war ja noch nie. Das UFO mal hier rausfahren. Jetzt haben wir jetzt gesagt, hier waren Felder wie dieses. Wo wir eindeutig Unkraut gesehen haben. Hier ist ja welches. Guck mal, da. Wir gucken mal, ob es klappt. Mehr als nicht klappen kann es nicht. Bisschen ducken. Sonst haben wir gleich unsere. Dann gucken wir uns vor allen Dingen auch mal, was auf Feld 35 eigentlich passiert ist. So, mit Pflegebereifung machen wir Gott sei Dank nichts kaputt. Ja, ich wollte eigentlich von den Bäumen weg und die etwas mehr Breite von dem Ding hier ausnutzen, weißt du? Alter, was ist denn das? Scheiß Bäume. Da abhaken. Gespannt. Mit dem Riesending sind wir natürlich ruckzuck fertig, ne? Okay. Und drüber. Gucken, macht da was? Ne, natürlich nicht. Also man sieht zumindest nichts. Dann trotzdem mal rüber. Mal gucken, ob der Helfer das kann. Ne, also der Helfer macht nichts. Jetzt eben die Frage, ob er hier wirklich Unkraut hat, was er wegmachen kann. Wir müssen das mal so ein bisschen von oben, glaube ich, beobachten, weil viel mehr Unkrautpflanzen sehe ich hier eigentlich auch gar nicht. Es geht auch nicht wirklich was raus. Doch, es geht was raus aus dem Tank. Also von daher ist das vielleicht ganz. Ganz gut, was wir hier machen, oder? Vielleicht das andere Feld auch machen da vorne. Die gehen ja schnell. Dann gucken wir uns vor allen Dingen, guck mal, hier ist auf jeden Fall Unkraut, siehste. Und von daher alles perfekt. Machen wir so und fertig. So, dann das da oben.
das jetzt einfach so auf die Straße mit eindieseln oder nicht. Ist mir jetzt gerade mal egal in diesem Moment. Aber es geht auf jeden Fall unkrautvernichter raus aus dem Tank. Von daher werden wir auch was versprühen. Das Einzige ist eben, wir sehen nicht wirklich, ob wir was versprüht haben oder nicht und beziehungsweise an welcher Stelle, ne? Wir fahren hier mal einmal zurück. Ich glaube, jetzt sind wir so weit überlappend, dass wir hier genau das so machen können. Man sieht es hier auch nicht. Wir probieren das Feld auf der anderen Seite auch eben aus. Einmal zusammenklappen das ganze Ding. Ey, so viel zum Thema Intelligenz, ey, ganz ehrlich. Man, die sehen doch, dass ich ein bisschen mit dieser großen Maschine auf der anderen Seite bin. Aber man bleibt nicht stehen, man fährt einfach drauf los. Das ist doch unglaublich. Wo sitzt Giant? In welchem Land? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn die das als intelligent dort bezeichnen, dann möchte ich dort nicht leben. In meinen Augen ist der Helfer noch dämlicher als im letzten LS. Mal abgesehen davon, dass er ja Fahrzeuge nach Hause fahren kann, aber das auch, als wenn er volltrunken ist. Ist, ja. Okay, wie sieht's aus? Also, Fakt ist irgendwie, auch hier werden wir was los, aber man sieht es nicht. Das ist das Dumme. Du siehst also. Nee, definitiv nicht. Aber es geht auf jeden Fall Zeugs raus. So, ich lasse den noch einfach an hier beim Wenden. Das wären natürlich so die Momente, wo man dann sagt, okay, hier müsste man eigentlich dann mit GPS arbeiten, oder? Da muss ich mich aber echt mit befassen, da muss ich einen Kurs nehmen. Da brauche ich jemanden, der mir das Ganze erklärt. So, sind die Felder fertig? Dann können wir noch das Getreidefeld hinten machen. Die beiden. Es geht hier auch schnell.
So. Eigentlich, pass mal auf, könnte ich doch einen Helferjob erstellen. Und zwar, du da, Job erstellen. Freifahrt. Du fährst bitte hierhin. Und Job starten. Okay. So. Warum ist das Ziel nicht erreichbar? So viel, ne? Thema intelligenter Helfer. Mann, Mann, Mann. Ganz ehrlich, wofür habe ich so, solche Helfer, wenn ich so doch noch alles alleine machen muss? Ziel nicht erreichbar. Kennst du die Straßen nicht oder was? So was Beklopptes. Ja, und ganz ehrlich, ihr leckt mich jetzt mal am Arsch, ihr dämliche KI. Es reicht echt. Ewig dasselbe mit dem. Wo sind die Idioten? Sind die Lautstärken? Hier. Hier müssten sie kommen, oder? Infopunkt, Geldeinheit. Oh, wo stelle ich die Bande denn jetzt ab, ey? Verkehr da aus. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Die hebeln dich. Ups, jetzt habe ich aus Versehen auf die Konsole gedrückt. Die hebeln dich von der Straße. Das ist denen scheißegal. Sorry, also. Intelligent ist was anders. Das, was hier Intelligenz genannt wird, das ist der letzte Scheiß. Also vor allen Dingen die Helfer. Die Helfer sind überhaupt nicht intelligent. Na gut, und das werden sie von ihren Entwicklern haben. Wie war das mal? Der hält an, wenn ein Traktor kommt. Nein, die halten voll drauf. Das ist das Problem. Pass auf, diese beiden Felder machen wir noch. Dann haben wir die 30 Minuten locker voll. Und anschließend gucken wir uns an, was bei Feld 35 passiert ist, warum das so kurios aussieht. Alter, mit einem, guck dir das mal an, mit einer Sprüharmlänge den kompletten Acker oder was. Wir fahren komplett durch, bis hinten hin. Und dann auch noch mal wieder zurück, würde ich sagen, oder? Ja, weil ich hier vorne das so ein bisschen überlappend habe, fahren wir auch noch mal wieder zurück. So. Ich fahre jetzt auch bis zum Händler durch. Alter, was ist das denn? Krummes Scheißfeld. Guckst du schon auf die linke Seite und driftest noch so weit ab? Kennt aber die Kante aber auch kaum, ne? Und reicht das überhaupt noch für dieses Feld? Okay, jetzt müssen wir es doch anders machen. Einmal hier. Hier wieder zurück.
glaube, wir müssen gleich beim Händler erstmal Zeugs kaufen. Brauche ich nicht extra auf dem Hof fahren, oder? Hier dürfte doch jetzt normalerweise so viel gar nicht mehr drauf gehen. Oh, da ist unser Zaun, den wir gebaut haben, der ist im Wege. Ich hoffe jetzt einfach mal da drauf, doch wenn ich die Fahrspur angucke, dann haben wir jetzt gleich alles erwischt. So, das müsste reichen. Ein paar Bienenstöcke hinstellen, glaube ich. Haben eine größere Reichweite, die großen. Weil, wenn ich mich so dran erinnere, so in meinen Kindheitstagen, da gab es in den Feldern doch tatsächlich noch Kornblumen und Mohn, diese Geschichten. Das ist dann so nach und nach alles rausgezüchtet worden. Finde ich eigentlich schade, schön diese blauen Kornblumen und der rote Klatschmohn. Ding sieht aus wie ein UFO. So, Sekunde, mal ganz kurz, Freunde, das Telefon rappelt. So, da gab es kurz Telefon, deswegen habe ich hier mal alles angehalten. Wir fahren mal. Ach, guck mal, hier ist. Wir fahren mal eben weiter. Weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Da ist der Händler. Fahr noch einmal in der Mitte drüber. Ich habe keine Schimmer, was wir jetzt hier schon unkrauttechnisch gemacht haben und was nicht. Da vorne waren wir runter, dann fahren wir hier nochmal runter. Wenn er leer ist, ist er leer. Dann haben wir das Feld hier fertig. Wenn da ein Unkraut zwischen sein sollte, dann ist es so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Wir fahren gleich nochmal hoch. Und wie gesagt, Unfeld 35 wollten wir, glaube ich, gucken. Ne? Oder welches war das? Egal. So, hier noch einmal hoch, dann passt das. Dann passt das, würde ich sagen. Ja, guck, hier geht auch kaum mehr was raus. Steht auch nur so ein kleiner Bienenstock. So, dann wollen wir mal gucken, welches Feld das gewesen ist. Dann schauen wir uns das nämlich noch eben an. Hier die 35, genau. Hier hoch und dann nach der Brücke.
So, KI habe ich gesagt, habe ich wieder abgeschaltet. Es geht gar nicht. Die regen mich auf. Wenn sie vernünftig fahren würden, auch anhalten würden, wenn man kommt. Aber die nageln ja einfach drauf auf die Straße. Ich meine, okay, dass man das jetzt hier mit den Maschinen sowieso so macht, ist klar. Aber auch im realen Straßenverkehr, du hältst doch an einer Kreuzung normalerweise an. Du fährst doch, du knallst doch nicht einfach drüber. Das ist ja das, was die KI grundsätzlich macht. Die ballern ja einfach drauf auf die Straße. Das ist ja scheißegal. So. Gucken, was hier passiert. Okay. Also hier ist auf jeden Fall Unkraut. Ist das alles Unkraut? Also hier, pass auf, Leute. Ha! Da, das ist okay. Wir haben unsere 30 Minuten rum, aber das ist mir jetzt gerade scheißegal. Also dieses Feld hier, warum auch immer diese komischen Spuren da drin sind und warum an einigen Stellen Unkraut wächst und an anderen nicht. Aber hier füllen wir unsere Spritze mal kurz voll. Ich hoffe, ich habe noch Fertilizer im. Alter, okay, Entschuldigung. Ja, hoffe, ich habe noch Fertilizer im Schrank, hätte ich bald gesagt. Müsste theoretisch hinten in der Halle sein. Da werden wir dann hoffentlich reinpassen. Was sagt ihr zu diesem Hof? Mal abgesehen davon, dass er zu groß ist. Was ist eure Idee dabei? Und das da, die Gülle, die könnte auch sich so ein bisschen bewegen. Das ist auch wieder einfach nur eine, irgend so eine blöde Textur oder so. Das Unkraut fände ich da? Nee. Haben wir den denn? Der steht hier hinten, ne? Kann ich den gerade eben einmal so tragen? Wir müssen Fertilizer bestellen. Unbedingt. Letzten beiden Pötte. Die anderen Pötte sind. Mann! Alter! Die sind so verbuggt, diese Scheißpaletten. Aber egal, welche es ist. Giants, es wird Zeit für ein, ne, für ein Patch. Ihr habt hier so viele Böcke drin. Behebt den Müll mal. Gucken, wie viel hier reingeht. Okay, pass auf. Paletten, Herbizid. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So. Sollte reichen. Holen wir den Rest später weg. Aber ich will mit euch noch Feld 35 machen. Da ist ordentlich mal, da ist mal ordentlich Unkraut drauf. Was man dann auch mal sieht, ne? Schon einiges an Maschinen hier, ne? Und dann noch mal zur 35. Ich wollte gerade sagen, was sind das auf dem Monitor da? Das Feld kenne ich nicht. Was ich nice finden würde, was ich wirklich feiern würde, wenn man die, wenn man auf Escape zum Beispiel drückt, dann sieht man ja im Grunde genommen, was man auf diesem Feld bislang
getan hat oder wie weit man ist beim Düngen und so weiter zum Beispiel. Hier fände ich das wirklich nice, wenn der Fortschritt, den man hat, auf dem Monitor angezeigt werden würde. Oje, 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 oje. Waren die beide nicht mehr voll? Stehen denn hier dann noch genug? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Naja, frohes Aufladen. Aber das ist wieder so ein Ding, das würde ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Machen wir das beim nächsten Mal einfach oder mache ich das zwischen den Folgen? Ja, das Telefonat eben war wichtig, das konnte ich nicht sausen lassen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Zeit wir weg haben oder nicht. Aber es spielt auch keinen Walzer. Wenn der LS eine Stunde lang ist, ist er eine Stunde lang. Sofern, solange wie es interessant ist, ist es ja gut. Das war der Speicherrugler, richtig? Richtig. Seht das immer auf dem Serverfenster: Game saved successfully. Ich frage mich echt, warum hier so komische Muster drin. Aber hier ist natürlich Unkraut ohne Ende jetzt, ne? Aber hier kann man das wenigstens sehen, wo wir waren und wo nicht. So, einschalten. Ach so, Entschuldigung. Genau, seht ihr das? Hier sieht man es richtig schön. Hier ist vor allen Dingen auch Unkraut drauf. Vielleicht sind auch hinter diese komischen Spuren dann weg. Müssen wir sehen, inwiefern wir die hier entdecken. Das sieht echt teilweise recht eigenartig aus. Guck mal da. Aber warum? Das sind wirklich so Stellen, wo kein Unkraut wächst. Warum sieht das so komisch aus? Aber das war definitiv ein Helfer, das habe ich nicht gemacht. Eigenartig. Kornkreise, das sind hier die Mysterium-Kornkreise im LS, ja. Maiskreise würde besser passen hier. So. Also hier ist auf jeden Fall mächtig Unkraut drauf. Interessanterweise geht dafür wenig von diesem Fertilizer verloren, ne? Uns gleich das Feld noch mal auf der Karte an. Ich finde es eigenartig, wie das hier aussieht.
Okay, gucken müssen wir uns das mal angucken. So, 100% gedüngt auf jeden Fall. Die 100% haben wir überall und das sieht auch soweit gut aus. Ertragsbonus ist manchmal etwas niedriger. Was? Unkrautmittel. Hier ist überhaupt kein Unkraut mehr. Naja, okay. Wir kriegen runter, was wir runterkriegen. Felder haben wir genug. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt aber tatsächlich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.